Der mechanische Fellkeil Valfix ist mit 1,4 Kilogramm das Leichtgewicht seiner Klasse und kann problemlos am Werkzeuggurt getragen werden. Ob er auch genug Power hat, um Bäume zu Fall zu bringen, haben wir uns in der Praxis angesehen. Landwirt Praxistest. Der Valfix kommt in Kombination mit einem versetzten Stützleistenschnitt zum Einsatz. Nach der Anlage des Fallkerbes wird mit dem Fellschnitt begonnen und dabei eine Stützleiste stehen gelassen. Bei größeren Bäumen setzt man einen Sicherungskeil und schneidet auf der anderen Seite der Stützleiste bis zur Bruchleiste vor. Der Fellschnitt wird im Ansatzbereich erweitert. Nun kommt der Valfix ins Spiel. Er wird eingesetzt und vorgespannt. Betrieben wird der Valfix mit einem mitgelieferten Milwaukee-Akku-Schlagschrauber. Nun wird die Stützleiste durchtrennt und der Keil in den Baum gedrückt. Das Besondere am Valfix ist die teilintegrierte Spindel mit einem zweiteilig gegenläufigen Gewinde. Auffällig ist der geringe Keilwinkel von nur 9 Grad. Bei einer Länge von 34 und einer Breite von 13 cm erreicht der Keil eine Hubhöhe von 3,5 cm. Das reicht nicht immer aus. An Kraft mangelt es allerdings nicht. Die vom Hersteller angegebene Hubkraft beträgt 15 Tonnen. Valfix ist somit für mittelgroße Bäume und auch für leichte Rückhänger gut einsetzbar. Noch mehr Informationen zum Fellkeil Valfix und viele andere spannende Reportagen zum Thema Forst findet ihr im Landwirt und auf landwirt-media.com. Übrigens, den Valfix gibt es ab 480 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer.